Kolleginnen und Kollegen, das deutsche Gesundheitssystem steht vor erheblichen Herausforderungen. Die wichtigste Voraussetzung, die wir zu bewältigen haben, ist die, wir müssen es schaffen, eine gute Versorgung zu erreichen, obwohl die Babyboomer-Generation zunehmend die Versorgung verlassen wird, als Pflegekräfte, als Ärzte, als medizinisch-technische Personalien, und der Bedarf an Medizin wird immer mehr zunehmen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass über viele Jahre hinweg zu wenige Medizinstudenten ausgebildet worden sind. Das heißt, wir haben einen erheblichen Mangel. Wir werden diese Probleme nur bewältigen können, wenn wir uns ehrlich machen und sagen, das ist nicht zu schaffen, indem wir einfach mehr Geld in dieses System geben. Wir müssen das System effizienter machen. Die Effizienz muss ansetzen in drei Bereichen. Krankenhaus, darüber haben wir gestern hier gesprochen. Digitalisierung, da haben wir schon viel erreicht, aber auch in der ambulanten Versorgung. Und das Gesetz, was wir heute einbringen, ist unser zentrales Gesetz, die ambulante Versorgung zu verbessern. Das Gesetz, Versorgungsstärkungsgesetz, zielt darauf ab, dass wir insbesondere den erheblichen Mangel, den wir vor uns haben, bei der hausärztlichen Versorgung in den Griff bekommen. Wir haben zu wenige Hausärzte, sie sind schlecht verteilt und wir haben einen großen Bedarf vor uns. Daher machen wir grundsätzliche Reformen, die sehr bedeutsam sind. Die wichtigste Reform, die wir hier machen, ist, wir entbudgetieren die Honorare der Hausärzte. Damit beenden wir das, was von Horst Seehofer vor 30 Jahren eingeführt worden ist. Die Budgets in der hausärztlichen Versorgung sind eine Geißel für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir ohne dies zu wenige Hausärzte haben, kann es nicht sein, dass wir nicht alle Leistungen bezahlen, die von diesen Hausärzten erbracht werden. Damit enden wir heute. Wir werden darüber hinaus die Hausärzte, die an der Versorgung besonders intensiv mitarbeiten, indem sie Hausbesuche machen, Notdienste anbieten. Die werden wir besser bezahlen durch Versorgungspauschalen, die wir einführen. Und wir werden darüber hinaus den Arzneimittelregress wegnehmen, der gerade für Hausärzte immer eine Bedrohung gewesen ist. Da haften ja Hausärzte und auch andere Ärzte haften mit ihrem persönlichen Einkommen, wenn sie besonders teure Medikamente einsetzen müssen. Medikamente, die insbesondere benötigt werden von schwerkranken Patienten. Es kann nicht sein, dass ein Hausarzt oder ein Facharzt benachteiligt wird bei der Verschreibung von teuren Arzneimitteln und dafür haftet mit dem persönlichen Einkommen, weil dieser Patient tatsächlich diese Medikamente auch benötigt. Daher werden wir den Arzneimittelregress mit einer Bagatellgrenze versehen und in der Praxis abschaffen. Schließlich haben wir auch große Bedarfe in der Psychotherapie. Wir haben in Deutschland die höchste Psychotherapeutinnen und Therapeutendichte in ganz Europa. Trotzdem ist es schwer, wenn man eine Therapie benötigt oder eine Intervention, eine Kurzzeittherapie überhaupt einen Platz zu bekommen. Wir haben eine Fehlverteilung und wir haben einen schlechten Zugang. Das werden wir überwinden, indem wir hier Sonderbedarfe aufbauen für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die gewillt sind, sich diesen besonders vulnerablen Patientengruppen gezielt zu widmen. Das ist eine dringend notwendige Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland. Wird Geld sparen, weil diese Patienten müssen dann nicht ins Krankenhaus. Und das wird dazu führen, dass wir gerade die Menschen, die in der Krise sind, auch psychotherapeutisch versorgen können, wenn sie es benötigen. Wir werden im Bereich der Psychotherapie darüber hinaus etwas machen, was schon seit vielen Jahren notwendig gewesen wäre, was wir aber nie gemacht haben, nämlich wir kommen mit einer eigenen Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche. Der Laie wird glauben, dass wir das haben, aber es ist nicht der Fall. Und daher sind die besonderen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen derzeit zum Teil nicht gedeckt. Das schulden wir den Kindern und Jugendlichen seit langer Zeit. Wir werden auch Lösungen hier ins Gesetz hineinbringen, die wir miteinander diskutieren, dass wir die Weiterbildung zur Psychotherapeutin, Psychotherapeuten besser finanzieren, solider finanzieren. Und wir werden in der Psychotherapie Teile der Entbürokratisierung umsetzen, indem wir das Antragsverfahren für die Kurzzeittherapie beschleunigen und darüber hinaus also die Konsiliarberichte wegnehmen und vereinfachen, die notwendig sind, damit überhaupt die Therapie beginnen kann. Das ist eine massive Entbürokratisierung im Bereich der Psychotherapie, die wir schon lange schulden.
Wir werden darüber hinaus die Kommunen stärken, indem kommunale medizinische Versorgungszentren aufgebaut werden können. Das ist auch jetzt schon möglich. Es scheitert aber daran sehr häufig, dass hier sehr hohe Sicherheiten geboten werden müssen von den Kommunen, damit man diese medizinischen Versorgungszentren überhaupt beantragen kann. Das ist falsch. Viele Kommunen wollen medizinische Versorgungszentren aufbauen, haben die Möglichkeiten dazu, haben auch die Ärzte, aber die Bürokratie plus das Risiko verhindert das derzeit. Das wollen wir abschaffen. Kommunale MVZ sind dringend notwendig, werden wir vereinfachen, die werden kommen. Und schließlich, ganz besonders bedeutsam, auch in diesem wichtigen Gesetz, wir werden die Versorgung von Menschen mit Behinderungen, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen verbessern, indem eben die Hilfsmittelversorgung dieser Menschen vereinfacht und beschleunigt wird, indem die sozialpädiatrischen Zentren und die MZEBs tatsächlich die Hilfsmittel auch verschreiben können und es hier nicht zu einer komplizierten Prüfung durch die Krankenkassen kommt. Das verbessert die Versorgung dieser besonders vulnerablen Gruppen. Ein wichtiges Gesetz, ein großes Gesetz, ein bedeutsames Gesetz für die Verbesserung der ambulanten Versorgung. Ich freue mich auf die Beratung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.